Ja, willkommen. Da ich mich aufgrund meiner Prüfung die letzten Wochen nicht wirklich mit Anime beschäftigen konnte, so gab es doch ein Thema, welches auch ich mitbekommen habe und doch sehr kontrovers diskutiert wurde. Nämlich ganz grob das Thema Live-Action-Adaption. Einmal natürlich der neue Ghost in the Shell-Film mit Scarlett Johansson, der rein vom finanziellen Aspekt jetzt ein riesiger Flop war. Aber laut den Fans auch inhaltlich, so habe ich oft gehört, dass es zu viel CGI-Action war und die Adaption dann doch zu wenig auf die grundlegenden Themen des Originals eingegangen ist. Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen, deswegen halte ich mich mal da ein bisschen raus. Ihr könnt ihm eure Meinung in die Kommentare schreiben, solltet ihr den Film schon gesehen haben. Was ich jedoch gesehen habe und wahrscheinlich für deutlich mehr Furore gesorgt hat, ist der Trailer zur neuen Death Note Adaption. Sollte es Leute geben, welche den Trailer noch nicht gesehen haben, hier ein kleiner Ausschnitt. Kurz gesagt, eine Netflix-Adaption von Death Note, in dem Light ein weißer Backstreet Boys-Sänger ist und L ein Afroamerikaner. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie die Leute auf die Barrikaden gegangen sind, als sie das gesehen haben. Und ich muss zugeben, ich war auch im ersten Moment, naja, was heißt geschockt, eher verwundert, da die Besetzung doch sehr vom optisch-kulturellen Original abweicht. Mittlerweile stehe ich dem Ganzen immer noch negativ gegenüber, zumindest was die Adaption bezogen auf das Originalwerk angeht. Der Trailer erzeugt einfach eine Stimmung, welche meines Erachtens überhaupt nicht zu Death Note passt. Viel zu sehr auf einen Horrorfilm getrimmt, viel zu brachial dunkel gehalten, mit einem Fokus auf actionreichen Sequenzen. Death Note lebt nicht von diesen oberflächigen Action-Szenen oder einem angsteinflößenden Szenario, sondern von den gut ausgearbeiteten Charakteren, deren Intention und quasi dem psychischen Kräftemessen zweier Genies, da dann auch noch die Schauspieler komplett optisch ausgetauscht sind, wirkt es für mich eher wie so ein eigener, unabhängiger Film, welches sich lediglich an die große Lizenz von Death Note klammert. Aber ich sag mal so, Netflix hat gute und Netflix hat schlechte Serien hervorgebracht. Lieber produzieren die Macher eine amerikanisierte eigene Version von Death Note, als dass sie sich versuchen, so genau wie möglich ans Original zu halten und es dann doch nur auf dem riesigen Haufen der miserablen Anime-Adaption landet. Wobei ich hierbei immer noch den faden Beigeschmack von dem Geniestreich Dragon Ball Evolution habe, welcher prinzipiell genau das gleiche gemacht hat. Zumal ich generell den Schauspieler von Light unpassend finde. Ich kann verstehen, dass sie versuchen, einen gut aussehenden Schüler zu mimiken, wie es Light Yagami ja auch ist, aber dann muss er doch nicht aussehen wie so ein Boygroup-Mitglied, aber okay. Naja, ich habe mich jetzt auch nicht unbedingt informiert, wer alles hinter dem Projekt steht. Das waren jetzt einfach meine oberflächigen Gedanken und Eindrücke zum Trailer von vor knapp einem Monat. Und das wird auch nicht der einzige Trailer sein, welcher noch für Kontroversen sorgen wird. Denn das Medium, bzw. die Franchises, das Medium Anime entwickeln sich langsam zum Marvel Hollywoods. Zurzeit werden wir hier überflutet von der 100. Marvel-Adaption, sei es nun Spider-Man, Thor, Iron Man, Ant-Man und. Mittlerweile befinden sich aber auch immer mehr Anime-Lizenzen in Hollywood im Umlauf, gerade auch verstärkt durch Eigenproduktionen von Firmen wie Netflix, welche wie eben jetzt mit Death Note selbst die Produktionskosten einer Adaption stemmen können. Werfen wir also mal einen Blick darauf, was uns in den nächsten Jahren erwarten wird. Naruto. Ja, schon 2015 wurde eine Hollywood-Adaption des mittlerweile erwachsenen Ninjas angekündigt, sowie weitere Details beim Shonen Jump Fester preisgegeben, wie die Produktion durch Lionsgate. Viele Informationen oder gar Trailer gab es noch nicht, das Internet hat aber einige Vorschläge zur Besetzung eingereicht. Bleach bekommt nicht nur eine Hollywood-Live-Action-Adaption, sondern gleich noch eine japanische. Doppelt hält schließlich besser, wobei Minus und Minus bei Filmen noch lange kein Plus ergibt. Während die amerikanische Fassung von Peter Segal produziert wird und noch keinen offiziellen Erscheinungstermin besitzt, soll uns die japanische Realverfilmung schon im nächsten Jahr beglücken. Es gibt doch nichts Cooleres, als Leuten beim Greiselspielen zuzuschauen, dachte sich Paramount Pictures und kündigte letztes Jahr eine Live-Action-Adaption von Beyblade an. Mit der Argumentation, dass schließlich auch Transformers und G.I. Joe großen Erfolg im Kino feierten, kauften sich diese die Rechte am Anime und basteln nun an einer Geschichte rund um ein Turnier, bei dem man sich eben mit Beyblades bekämpft. Und auch die neuen Hype-Titel bleiben nicht von Live-Action-Adaptionen verschont. Nachdem die Sword Art Online Light Novel schon Serien, Filme und sogar Spieladaptionen umfasst, fehlt in der Sammlung natürlich eine Live-Action-Adaption. Diese wurde 2016 angekündigt und wird von Skydance Media produziert. Ja, das kann ja was werden.
Da jetzt aber erst so richtig der Anime-Markt von Hollywood entdeckt wurde, stehen natürlich auch noch ein paar Adaptionen von alten Klassikern an, wie zum Beispiel Akira oder Alita Battle Angel. Bei Akira hat Warner Bros. Jedoch schon seit knapp 15 Jahren die Rechte, findet aber keinen passenden Regisseur. Dafür soll der Science-Fiction-Anime Alita Battle Angel, an dem sogar James Cameron mitarbeitet, 2018 in die Kinos kommen. Und das waren jetzt nur die berühmtesten Beispiele. Wahrscheinlich sind in Hollywood noch viel mehr Adaptionen geplant. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, werden wir noch sehen. Japan hat mit seinen Live-Action-Adaptionen eine Art des Filmes in ein eher schlechtes Licht gerückt. Mal schauen, ob Hollywood es wieder in ein gutes Licht rücken kann. Mit Dragon Ball Evolution und Avatar hat es ja nicht so geklappt. Wie steht ihr so zur Live-Action-Adaption? Schaut ihr euch die überhaupt an oder sind die euch egal? Und wie fandet ihr Ghost in the Shell, wenn ihr es gesehen habt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Loneliness, finding back again, seems to be like it never ends. Give us hope through the love of you.